Was ist ein Short Squeeze? Ja, hallo Leute. Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video und meinem super Whiteboard hier. Da habe ich nämlich mal in einem längeren Video, das ich euch gleich hier oben verlinken werde, versucht darzustellen, was es mit einem Short Squeeze auf sich hat. Ja, ich krieg's kaum raus, das Wort. Und wie man das Ganze auch zu seinem Vorteil nutzen kann. Anhand dem Beispiel von der Tesla-Aktie. Warum die Tesla-Aktie? Weil die Tesla-Aktie ist die Aktie, die am meist geschortetste Aktie. Also die am meisten Geld sozusagen das auf den Preis drückt. Also die meisten, die Aktie mit den meisten Verkäufern, sogenannten Leerverkäufern. Leerverkäufer sind, ja, wie soll man das jetzt am besten erklären? Leute, große Hedgefonds, also und dann Institutionen, die mit sehr viel Geld, die ganz felsenfest daran von überzeugt sind, auch das auch in ihren Interviews teilweise so wiedergeben und bezeugen, dass eine Aktie, in dem Fall die Tesla-Aktie, es verdient hat und es nur eine Frage der Zeit ist auch, so wie sie wirtschaftet und so wie aus tausend Gründen, diese Aktie hat es verdient, auf Null zu gehen, auf Null, ja, im Erdboden zu verschwinden, preislich. Und deswegen sind die da mit ganz schweren Geschützen, ja, also mit ganz viel Geld in Leerverkäufen. Das heißt, die sagen einfach, ich verkaufe das Ding und ich glaube daran, dass es auf Null geht und die Differenz daraus, mal angenommen, die ist jetzt gerade wie vor noch zwei Wochen auf 230 Euro oder Dollar oder was, die Differenz daraus pro Aktie gehört mir. Das heißt, ich verkaufe leer 1000 Aktien, 1000 mal 230 Dollar, das ist dann mein Gewinn abzüglich Kosten und Gebühren. Und wenn der Preis, ja, mehr dazu im Video, das siehst du gleich hier, die längere Version. Ich freue mich auf dich. Bis dann, tschüss.